Moin moin miteinander, wir spielen wieder Icewind Dale. Ja, in der letzten Folge, da haben wir Terik, den Lich, getötet. Auf etwas, wie ich finde, unkonventionelle Weise. Also wir haben sein Amulett gefunden und wir haben auch das Grab gefunden, wo wir es hinbringen sollten. Aber irgendwie, wir haben es nicht hingebracht, sondern in dem Moment, in dem wir das Amulett berührt haben, war der Lich tot. Und kämpfen mussten wir mit ihm auch nicht, weil er zu weit hinten im Raum stand. Na gut. Ich will mich nicht beschweren. Ne? Außerdem glaube ich, wir haben es auch verdient zu gewinnen, denn wir haben ihn ja in diesem Raum bereits einmal getötet gehabt. Ne? Also alles gut, sage ich mal so. Ne? Ich fühle mich nicht so, als hätte ich da irgendwas betrogen oder so. Aber ich glaube, ganz so war das vielleicht nicht vorgesehen vom Spiel. Vielleicht aber auch doch, wer weiß. Okay. Gehen wir mal weiter. Wir haben hier eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Die Schmiede hier. Die war doch vorher aus. Das war doch alles kalt. Das war doch alles kalt vorher. Und wo ist der liebe Geist, der heilen konnte? Gewiss. Da ist er. Norlinor. Wie ein Herd Feuer das Zimmer erwärmt, so erwärmt sich mein Herz bei dem Gedanken, dass meine Brüder wieder in Frieden ruhen werden. Wir haben euch viel zu verdanken, Reisender. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Wenn ihr euch die Schmiede einmal ansieht, werdet ihr die Umrisse eines Behälters erkennen. Darin liegt der Schlüssel zu einer Tür in der Heldenhalle, die zum Würmgletscher führt. Ich bin mir sicher, dass die Antworten, die ihr sucht, klarer werden, sobald ihr den Gletscher erreicht habt. Nochmals vielen Dank, mein Freund, und möge Moradin euch wohlgesonnen sein. Ihr habt die Schmiede wiederhergestellt, sodass die Zwergen und Toten ihren Frieden finden konnten. So, die Gruppe hat 84.000 Erfahrungspunkte bekommen. Wow. Keine Ursache. Ruht jetzt, Norlinor. Haust du jetzt ab? Oder haben wir dich irgendwo... Weil er konnte doch heilen. Okay. Also die Umrisse... okay. Man kann hier ganz leicht, wenn man... das highlightet. Hier. Okay. Ah, und da die Schmiede aus war, konnte der Lich das nicht finden. Da, wenn da der Schlüssel drin ist... Er hat ja gesagt, irgendwo in der Schmiede, aber im jetzigen Zustand kann man nicht ran. Und da soll ich jetzt reingreifen? Ist der bekloppt? Ich greif doch nicht in eine glühende Schmiede hinein. So, einmal kurz aufsteigen hier. Ah, ich kriege wieder Diebesfähigkeiten. Das ist gut. Ja. Schlösser öffnen ist immer gut. Fallen finden ist auch immer gut. List ist auch immer gut. Die letzten fünf. Auf List oder auf Fallen finden oder auf Schlösser öffnen? Ich mach mal auf List. Ich glaube, mehr als 120 geht auch nicht, ne? Doch, geht. Na, egal. So. Einverstanden. So, und wer noch? Crow, ne? Crow. Okay. Ich kann aber hier immer nur bis Level 1, ne? Ah, kriegt er jetzt nochmal Keulen dazu, so. Bitte. Aber Crow könnte... neue Sprüche dazu bekommen haben, richtig? Richtig. Komm, hier nimmst du einmal Segen dazu. Und Fluch? Nö. Nochmal verstricken. So, was nimmst du denn hier? Tiere? Bestienklaue? Nein. Gute Beeren. Mittlere Wunden. Rindenhaut. Och, Mann.
Gesinnung erkennen. Einhornlanze. Nimm mal gute Beeren. Keine Ahnung wofür, aber... So. Sturmschutzhülle. Was macht der? Also dieser mit einer dunklen Sphäre zerschmetternder Energie. Die Sturmschutzhülle reduziert jeglichen Schaden durch Feuer, Kälte oder Elektrizität für den Anwender um 50%. Für den Anwender. Okay. Also nur für sich selbst. Ist ja blöd. Schutz vor Feuer. So, Reichweite Berührung. Also auch wieder ein Wesen. Eine Phase pro Stufe. Okay. Wie lange hält der? Eine Phase pro Stufe. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich später mal... So bei Bosskämpfen oder sowas, wo ich weiß, dass es gegen Feuer irgendwie elementare oder keine Ahnung was, gegen einen Drachen. Dass ich da 6-mal Schutz vor Feuer nehme und die ganze Party vor Feuer schütze. Na, aber noch so weit sind wir nicht, ne? Schimmelberührung. Ich glaube, das war eklig, Schimmelberührung. Damit konnte man sich, glaube ich, auch selbst irgendwie verschimmeln. So, Unsichtbarkeit aufheben. Vielleicht das mal, Blitze herbeirufen. War das nur muss unter freiem Himmel. Okay. Wir sind ja hier selten unter freiem Himmel, ne? Dann nehmen wir doch mal lieber... Ah, keine Ahnung. Wolkenbruch, so. Hier ist nix. Hier ist... Was war da? Ach ja, das war der Bienenschwarm, ne? Aber hier... Okay. Tiere beschwören. Feuerelementar. Feuersaat. Heilung. Sols sengende Kugel. Chaosschild. Wirbelwind. Der ist unser Summoner. Der macht so. Das passt immer ganz gut. Die können ablenken und so weiter und so fort. So, wunderbar. Weiter geht's. Geh dir zur Seite. Geht doch mal alle hier hin. Am besten. Ja. Ich? So einer kann vielleicht mal hier hin. Ja? So, du hast die Schlüssel, ne? Genau. Lady Tully, du verbrennst dir jetzt mal die Finger. Wie du Ich hoffe wünschst. Nicht, aber okay. Zack. Ofen ist auf. Wie soll man da jetzt reinfassen? Naja, einfach so. Axt und Schlüssel. Erstmal der Schlüssel. Für Axt haben wir keinen Platz mehr. Macht nichts. Wie machen wir das? Wir machen das so. Und dann greifst du nochmal rein und holst dir die Axt. Außerdem, was mir gerade auffällt... Hatten wir nicht irgendwie noch eine Armbrust? Na, aber wir kommen ja sowieso nochmal an der Halle der Toten vorbei. So. Die Zelebrantenklinge. Naja, eine +4-Axt. Sonst eigentlich nichts. Naja, okay. So. Ich bin hier. Party versammeln, weiter geht's. Keine leichte Aufgabe. So, hier hatten wir doch irgendwo noch eine Armbrust, die ich aber nicht mitnehmen konnte, ne? Ja, ich vergesse nichts. Gib den Befehl. Bin auf dem Weg. Nein. Da ist sie doch. Ja. Wie kann ich helfen? Ich verstehe. Was willst du? Okay. Bereit und wie du wünschst. So. Sag mir, nach was es dir verlangt. Mir verlangt es nach der Armbrust. Scharfschützenarmbrust. Scharfschützenarmbrust. Hab ich doch hier schon.
Jetzt habe ich 2 Scharfschützenarmbrüste. Ja, hätte ich eine Party mit Armbrustschützen, hätte ich jetzt 2 richtig geile Armbrüste. Du brauchst mich? Keine leichte Aufgabe. Erledigt. So. Die Käfer sind bestimmt weg. Das heißt, wir haben hier auch keinen Krach mehr. Wer seid ihr denn? Ihr wart eben nicht da? Okay. Ganze Party, full stop. Bitte hierhin. Geh dir zur Seite. Ihr beide könnt aber schon mal nach vorne stürmen. Und ihr drei... Helft mal kräftig mit. Und du stellst dich hier hin, damit alle von deinem Song profitieren. Ja! Was geht denn hier ab? Ich bin hier. Was geht denn da ab? Die hat minus 14 Rüstungsklasse und wird hier einmal niedergeschnitzelt. Und wie? Durch Klinge 13, 17, 16. Alter Schwede. So. Hier. Du wirst geheilt. Unverletzt? Schwer verletzt. Na gut, immerhin machen sie gut Schaden. Wie kann ich die noch unterstützen? Ich glaube, einer ist weg, ne? Ich bin bereit. Einverstanden. Noch ein Zauberspruch. Sicher ist sicher. Ja, stimmt was nicht? Ja? Hab ihn! Wie kann ich helfen? Ah, weg ist er. Huh. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass hier plötzlich noch Wächter stehen. Ich bin hier. Erledigt. So, Äxte haben sie dagelassen. Bereit und auf alles gefasst. Ich habe nur leider keinen Platz mehr. So gut wie erledigt. Naja, normale Streitaxt. Also sowas brauchen wir nicht. Wie kann ich helfen? Wie du wünschst. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob auf der anderen Seite sofort ein Kampf kommt oder nicht. Bin echt gespannt. So, jetzt geht's zum Würmzahn, ne? Irgendwie ein Tunnel. Indem die Gruppe sich ihren Weg durch die Orks in den oberen Kammern kämpfte, drang sie immer tiefer in das Innere der Zwergenfestung vor. Langsam gingen die grob gehauenen Gänge nicht mehr durch Stein, sondern durch Eis, so als ob den Zwergen der Platz im Berg nicht ausgereicht hätte und sie in den benachbarten Gletscher vorgedrungen wären. Eisige Windböen fegten durch den Stollen, der sich durch den Gletscher und heraus auf die gefrorene Erdoberfläche wand. So, wir sind im 5. Kapitel angekommen. Ja, so langsam geht's weiter und weiter. Also das Böse in Dorntief, ich weiß nicht... Okay, what the... Was haben wir hier? Eistroll. Eistroll? Schneetroll? Und Eistroll. Und irgendein Toter. Ja, wie gehen wir jetzt hier am besten vor? Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Zeig mir das Ziel. Also ihr beide geht mal einfach hier hin. Nein, ihr holt euch diesen Troll. Beziehungsweise nein, du hier bin ich. Holst dir den Troll und du gehst hier hin.
Was? Wie kann ich zu Diensten sein? Und ihr holt euch auch diesen Troll? Du singst selbstverständlich. Ich schätze, ich muss eine Weile die Zeit totschlagen. Feuer. Trolle und Feuer. Gib den Befehl. Wo ist dieses Flammenschwert? Da. Ah, Feuersbrunst. Wir hatten aber noch andere Feuerwaffen, ne? Aber das waren nur Dolche. Das waren nur Dolche. Trotzdem. Hier, ne? Feuerdolch plus 2, 50% Chance auf Feuer. Alles klar. Also wenn die am Boden liegen, dann kommt Drakon und macht sie mit Feuer nieder. So ist der Plan. So. Feuer frei. Du brauchst mir keine leichte Aufgabe. Wieso kämpfst du nicht? Was willst du? Okay. Also der Troll ist, glaube ich, tot und nichts passiert. Sehr schön. Ich bin bereit. Das Beste ist natürlich, wenn die Trolle derartig zerfetzt werden, dass sie gar nicht mehr verbrannt werden müssen. Okay. Der Troll ist fast tot. Drakon, jetzt kommst du ins Spiel. Klingt gut. Hier. Mit zwei Treffern müsste eigentlich der Troll tot sein. Attacke! Naja, wenn du treffen würdest. Stimmt was nicht? Bin schon weg. Der ist immer noch da. Wieso triffst du nicht? Wieso greift er nicht mal an? Also doch, Angriff auf großen Eistroll, so. Drakon, Angriff, Angriff, Angriff. Ja. Der liegt am Boden, Mensch. Du musst den doch treffen. Gut. Na, endlich. Nach etlichen Versuchen. So, Schneetroll, schwer verletzt. Versöhn dich mit deinen Göttern. Na, ist er bekommen, oder? Zack. Sehr schön. So, das ist eine relativ große Karte. Jetzt, bin ich so überm Überlegen. Eigentlich müsste ich ja mal zurück, ne? Wir werden jetzt hier ganz kurz mal gucken, was die Schneetrolle liegen gelassen haben. Irgendjemand stampft hier herum. Ja. Was ist das? Himmelstropfen. Was auch immer das ist. Ach, Edelsteine, ne? Edelsteine gehören in so einen Edelsteinbehälter. Und die hat sie alle. Ja. Platz wird echt eng. Also ich werde jetzt einfach nur mal einsammeln, was hier rumliegt. Und mich dann auf den Rückweg machen, einfach nur um die Inventare auszunehmen. Zeig mir das Ziel. Überlass das mir. Na. Also den Beutel müsste sie doch eigentlich mittlerweile auch wieder benutzen können, oder? Na, und was hat sie bekommen? Ein Trank. Ein Heiltrank. Na ja, okay. Haben oder nicht haben. So, hier bin ich. Weiter sammeln. Bin auf dem Weg. Das ist ja schön, dass die so Edelsteine dabei haben. Gibt immerhin ein bisschen Knete. So, noch irgendwas? Nee, nichts zum Mitnehmen. Hier haben wir ein paar Tote. Aber diese Tote werden wir uns nicht jetzt angucken, sondern nächstes Mal. Gehe dir zur Seite. So, ganze Party. Jetzt bin ich gespannt. Geht's auf die Hauptkarte zurück oder geht's einfach zurück nach Dorntief? Weil nach Dorntief möchte ich eigentlich nicht zurück. Erledigt.
Doch, es geht nach Dorntief. Ich möchte aber eigentlich auf die Hauptkarte zurück, weil ich, In Ordnung. Na gut, hilft nichts. Ich muss einen anderen Ausgang finden. Na. Ein kleiner Troll. Ja? Gib den Befehl. Den machen wir jetzt zum noch schnell Kampf. Wieder. So. Und weg ist er sogar. Was willst du? So gut wie erledigt. So. Wir machen jetzt hier den Cut. Das heißt, ich werde abspeichern und in der nächsten Folge suchen wir einfach mal nur einen Ausgang nach Kaldahar, also auf die Hauptkarte, damit wir einfach mal wieder in einen Laden gehen können. Und außerdem möchte ich auch nochmal zurück zur hier, zu dieser Handfeste, ne? Um mal mit Laurel zu sprechen, um zu gucken, ob den das Journal interessiert, ne? Dass die Zwerge gar nicht die Verräter waren. Gut, also ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.